So, heute habe ich wieder ein kleines Extra für euch. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, halte ich einen kleinen Plastikball in der Hand. Und zwar möchte mein Kleiner gern Ball spielen. Aber diese Plastikbälle, die tun etwas weh, wenn sie an den Kopf kommen oder an die Scheiben, ist auch nicht so toll. Und deswegen habe ich jetzt heute Abend mal ein ganz schnell einen kleinen Ball gehäkelt. Er ist ein bisschen größer wie der Plastikball, aber schön mit Füllwatte ausgestopft. Und da kann er so viel schmeißen, wie er möchte, vor allem auf seine lieben Schwestern. Und es tut nicht weh. So, dann zeige ich euch mal, wie ich diesen kleinen Ball häkle. So, und zwar nehme ich eine ganz normale dicke Wolle in einem schönen Blauton, was ja für einen jungen Mann ist. Und wir fangen an mit zwei ganz normalen, simplen Luftmaschen. Ich häkle mit der Nadelstärke 3,5. Dann hat der Ball eine schöne Größe. So. Ihr entscheidet dann selber, macht ihn größer oder kleiner. Also wir fangen mit zwei Luftmaschen an. Und machen dann in die erste Luftmasche 10 feste Maschen hinein. So, eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, das ist ein schöner runder Kreis. Hinten ein bisschen nachziehen, das, und beim Vernähen dann so vernähen, dass das hier wirklich so gut wie gar nicht mehr offen ist. Theoretisch könnt ihr auch einfach mit einem magischen Ring anfangen. Also ich muss sagen, ich variiere, ich mache es mal so. Das ist jetzt die einfache Form für jeden, der sich mit einem magischen Ring oder einem Fadenring schwer tut. Zeige ich eben extra diese Methode mit den Luftmaschen. Das ist viel einfacher. Es macht halt nicht ganz so gut zu wie der magische Ring, aber das ist nicht schlimm, weil da kann man einfach beim Vernähen hier reingehen und dann so gegenüber immer hin und her vernähen und dann ein bisschen zuziehen und dann ist das wirklich, wirklich zu und fest. Also wer sich mit magischen Ringen schwer tut, wählt die Methode mit den Luftmaschen. So, und jetzt sind wir eben auf 10 festen Maschen und wir erhöhen jetzt auf 15 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede zweite Masche. Es tut mir leid, meine Stimme ist immer noch nicht komplett da. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. So, also jede zweite Masche verdoppeln. Eins, zwei und drei, vier, dann wieder verdoppeln. Fünf und sechs, sieben, wieder verdoppeln. Acht und neun. 10, dann wieder verdoppeln. 11 und 12. Nochmal und zum letzten Mal verdoppeln. Das war jetzt 13, jetzt 14, 15. So, also insgesamt verdoppelt man 5 Mal und dann ist man eben von den 10 festen Maschen auf 15 feste Maschen hochgegangen. Und so machen wir jetzt weiter. Wir gehen wieder um 5 Maschen hoch und dieses Mal verdoppeln wir jede dritte, sodass wir von 15 auf 20 kommen. Eins, zwei und verdoppeln. Drei und vier. So, insgesamt wieder 5 Mal das Ganze. Eins, zwei und wieder verdoppeln. Drei und vier. Noch dreimal. Eins, zwei, verdoppeln. Drei und vier. Noch zweimal. Eins, zwei, drei und vier. Das letzte Mal. Eins, zwei und drei und vier. So, jetzt haben wir wieder 5 Mal verdoppelt und sind eben von 15 festen Maschen auf 20 hochgegangen. So, dann geht es weiter. 25 feste Maschen und dazu verdoppeln wir jede vierte. Eins, zwei, drei und verdoppeln.
4 und 5. Das Ganze wieder 5 Mal. 1, 2, 3, 4 und 5. Noch 3 Mal. 1, 2, 3 und verdoppeln. 4 und 5. Noch 2 Mal. 1, 2, 3, 4 und 5. Und das letzte Mal. 1, 2, 3 und verdoppeln. 4 und 5. Und schon sind wir wieder auf 25 festen Maschen. So, dann gehen wir auf 30 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede fünfte feste Masche. 1, 2, 3, 4 und verdoppeln. 5 und 6. Noch 4 Mal. 1, 2, 3, 4 und verdoppeln. 5 und 6. So. Noch 3 Mal. 1, 2, 3, 4 und verdoppeln, 5 und 6, noch zweimal, 1, 2, 3, 4, verdoppeln, 5 und 6 und das letzte Mal, 1, 2, 3, 4 und verdoppeln. 5 und 6. So, jetzt sind wir auf 30 festen Maschen. Wie gesagt, von der Größe her, theoretisch könnte man es lassen. Für so ein kleines Kind ist es eigentlich groß genug. Mein kleiner Mann ist jetzt ein Jahr alt und hat eine ziemlich große Hand. Also ich werde noch etwas höher gehen. Er greift immer gern ziemlich. Aber für so ein kleines Kind, zum Beispiel mit einem halben Jahr, würde die Größe eigentlich reichen. Und dementsprechend, je älter das Kind, desto größer würde ich den Ball machen. So, und jetzt gehen wir rauf auf 35 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede sechste feste Masche. Also 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 6 und 7. So, noch 4 Mal. 2, 3, 4, 5 und verdoppeln, 6 und 7, noch 3 Mal, 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln, 6 und 7, noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 6 und 7. Und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und verdoppeln. 6 und 7. Gut, und wir sind auf 35 feste Maschen. So, jetzt gehen wir dann noch auf 40 feste Maschen hoch. Und dazu verdoppeln wir jede siebte feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und verdoppeln. 7, 8. So, noch viermal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Noch dreimal, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4,
5, 6 und verdoppeln. 1, 2, so. Jetzt noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder verdoppeln. 7 und 8. So, jetzt sind wir auf 40 festen Maschen. Und bei denen bleiben wir ganz kurz und machen eine separate Reihe davon. So, die separate Reihe mit den 40 festen Maschen ist fertig. Und einmal möchte ich noch hochgehen. Und zwar 45 feste Maschen. Und dazu verdoppeln wir jede achte Masche. Und das Ganze wieder 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und verdoppeln, 8 und 9. Noch viermal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und verdoppeln, 8 und 9. Noch dreimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So, noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und verdoppeln, 8 und 9 und das letzte Mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und verdoppeln, 8 und 9. So. Wie gesagt, das ist jetzt meine Größe, bei der ich jetzt bleibe und weiter hoch gehe ich nicht. Ich bleibe jetzt bei den 45 festen Maschen und werde jetzt noch vier weitere separate Reihen mit 45 festen Maschen machen und dann geht es langsam wieder ins Abnehmen. Von der Größe her müsst ihr eben dann selber entscheiden, ob ihr auch so weit hoch geht oder eben kleiner bleibt. Aber im Endeffekt bleibt es relativ gleich. Ihr geht immer schön hoch in 5er Schritten und dann gehen wir wieder schön runter in 5er Schritten. Gut, also ich mache jetzt die 4 separaten Reihen mit 45 festen Maschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt die 4 separaten Reihen fertig. Wem das zu groß ist, macht weniger Reihen oder wie gesagt, geht auf weniger Maschen. Auf jeden Fall geht es jetzt, also wir nehmen jetzt wieder Maschen ab und gehen von den 45 auf 40 Maschen runter. So, also, und das machen wir wieder 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, stopp. So, also um von dem 45 auf 40 wieder runterzukommen, müssen wir jede neunte Masche abnehmen. Und das Ganze machen wir dann wieder 5 Mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. So. Und dann wieder. Das ist noch viermal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann wieder 8 und 9 weg. So. Noch dreimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 und 9 weg. So, noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5,
7 und wieder abnehmen. 8, 9. Und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und abnehmen. 8, 9. So. Jetzt sind wir auf 40 feste Maschen runter und bei dem bleiben wir ganz kurz und machen eine separate Reihe. Die separate Reihe mit den 40 festen Maschen ist fertig und jetzt gehen wir runter auf 35 feste Maschen und dazu nehmen wir jede siebte Reihe ab. Und das Ganze wieder fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und abnehmen. So, dann noch viermal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder abnehmen. So, noch dreimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und abnehmen. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und abnehmen. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und abnehmen. So, gut. So sind wir auf unseren 35 festen Maschen. So, und jetzt wollen wir auf 30 runter und dazu nehmen wir jede sechste ab. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. So, wieder fünfmal, also fehlt uns noch viermal. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. So, noch dreimal. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. Ups. So, noch zweimal. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. Und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5 und abnehmen. So, und wir sind bei 30 festen Maschen. Und weiter geht's auf 25 feste Maschen. Und dazu nehmen wir jede fünfte Masche ab. Und das wieder fünfmal. Also 3, 4 und abnehmen. So. Noch viermal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So. Noch dreimal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So. Noch zweimal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So, und das letzte Mal. 1, 2, 3, 4 und wieder abnehmen. So,
Und wir sind bei 25 festen Maschen. Wer möchte, kann den Ball schon etwas einfüllen. Entweder mit ganz normaler Füllwatte, womit ich immer gern anfange, oder mit so kleinen Ballgranulaten. Da kann man frei entscheiden. So, aber ich tue im Moment noch nichts rein und gehe nochmal runter auf 20 feste Maschen und nimm dazu jede vierte Masche ab. 1, 2, 3 und abnehmen. Das Ganze wieder 5 Mal. So, also noch 4 Mal. 1, 2, 3 und wieder abnehmen. So, noch 3 Mal. 1, 2, 3 und abnehmen. Noch zweimal. 1, 2, 3 und abnehmen. Und das letzte Mal. 1, 2, 3 und abnehmen. So, und wir sind auf 20 feste Maschen. So, und ich habe jetzt den Ball ein wenig ausgestopft, nur mit Füllwatte, denn wie gesagt, ich finde so kleine Ballgranulate auch ganz toll, aber wenn man da wieder einfach frei in der Gegend rumschmeißt, Köpfe trifft, dann tut das weh. Und mit dieser Füllwatte, da kann man eigentlich niemanden verletzen. So, also ich habe jetzt schon mal vorab etwas ausgestopft, aber ich tue da nochmal mehr rein. Aber als erstes gehen wir nochmal runter auf 15 feste Maschen. Und dazu werden wir jetzt jede dritte Masche abnehmen. So, eins. Es geht immer ein bisschen schwerer, wenn Füllwatte drin ist. Die ist immer gerne im Weg. Zwei. Und abnehmen. Drei. So, einmal. Eins. Zwei. Und abnehmen. So, noch dreimal. Eins, zwei und abnehmen. So, noch zweimal. Eins, zwei und abnehmen. Und das letzte Mal. Zwei und abnehmen. So. Und jetzt gehen wir von den 15 festen Maschen gleich runter auf 10. Dazu nehmen wir jede ab. Eins. Also. Falsch. Dazu nehmen wir jede zweite ab. Eins. Dann abnehmen. Noch viermal. Eins und wieder abnehmen. Zwei. Noch dreimal. Eins und wieder abnehmen. Drei. So, noch zweimal. Und das letzte Mal. So, und wieder abnehmen. Ah, es ist schon fast sehr wenig zum noch nachfüllen. Also, ich würde sagen, bei 15 festen Maschen ist es gescheiter, nochmal nachzustopfen. Obwohl es geht. Ich habe es mir jetzt etwas schwieriger vorgestellt, aber es geht. Müsst halt einfach schauen, dass ihr wirklich einen schönen runden Ball hinbekommt. Müsst halt schauen, je nachdem wie viel ihr reinstopft, dass es wirklich auf alle Seiten verteilt, dass es wirklich schön rund dann ausschaut. Schöner runder Ball. So. Ein Stückchen kommt noch rein und dann glaube ich, ist gut. Soll ja nicht zu viel rausschauen. Die Maschen sollen ja nicht zu sehr auseinander gestopft sein. So. Okay, mir reicht das jetzt. Und jetzt mache ich zu. Und zwar nehme ich jetzt jede Masche ab
Einmal, zweimal, dreimal, so, viermal und ein letztes Mal noch. So, und dann mache ich es mit einer Kettmasche ganz normal wieder zu. So, Faden langziehen, abschneiden, durchziehen. So, und mein kleiner Ball ist fertig. So, wie gesagt, einfach immer wieder mal ein bisschen zurechtrücken. Und jetzt fehlt nur noch das Vernähen. Und so, Fäden sind vernäht und fertig ist mein kleiner Ball. Wie gesagt, ein wenig zurechtdrücken und schon ganz mit dem Spiel losgehen. Er ist etwas größer wie ein normaler Plastikball, weil ich eben eine schön dicke Wolle benutzt habe und eben mehr ausgestopft habe. Einfach dünnere Wolle hernehmen, dann ist er gleich groß. Und wie gesagt, von den Reihen her, vom Hochgehen, von den Maschen her könnt ihr variieren. Sehr schön schaut der Ball auch in bunter Wolle aus. Habe ich damals für die Mädels mal gemacht, aber das jetzt für ein Junges habe ich ihn ganz normal schlicht blau gehalten. Ihr könnt natürlich auch Muster reinhäkeln oder Namen oder sonstiges, aber für mich reicht es jetzt mal so und ich bin gespannt, wie mein Kleiner morgen damit spielt. Gut, ich hoffe, mein kleines Ball-Extra hat euch gefallen. Es war einfach mal eine Art zu zeigen, wie einfach und simpel ein kleiner Ball zum Häkeln ist und wem es gefällt, der häkelt es nach. Und ich höre jetzt auf, wenn meine Stimme gleich verschwindet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann gibt es wieder was zum Essen.